Hallo YouTube, ich bin Kommentorio und ich sehe mir eure Videos an. Es gibt in letzter Zeit wieder ganz große Aufregung wegen der Frage, wie es mit der Monetarisierung und dem Finanzamt ist. Also, wenn ihr mit euren Videos Geld verdient, wie sollt ihr das denn steuerlich machen? Es gibt leider viele Leute, die einfach rumrennen und Sachen erzählen, die einfach nicht stimmen. Und ich habe mittlerweile die Nase davon voll, denn es gibt noch immer viele kleine YouTuber, die noch immer nicht wissen, was sie machen sollen. Deswegen werde ich das jetzt genau erklären. Der gute Semper-Video hat auch ein sehr ausführliches Video dazu gemacht, in dem ihr wirklich erfahrt, was alle Infos sind, was die Ausnahmen sind, was die technischen Sachen sind und so weiter und so fort. Ich habe das in der Beschreibung verlinkt, also schaut euch das später auch mal an. Ich richte mich in diesem Video aber zu meiner Zielgruppe, die kleineren YouTuber, die vielleicht mit ihren Videos ein bisschen Taschengeld verdienen. Was sollt ihr machen und was nicht? Erstens die Frage, seid ihr minderjährig oder nicht? Wenn ihr minderjährig seid, soll die ganze Monetarisierung über eure Eltern laufen. Das ist auch eine ganz harte Voraussetzung von YouTube. Ihr könnt nur ausbezahlt bekommen, wenn ihr mehrjährig seid. Die Eltern sind dann auch dafür zuständig, auch wenn ihr vielleicht auf eure eigene Banknummer ausbezahlt bekommt. Ich komme gleich noch darauf, warum das wichtig ist, aber wenn ihr bei der Anmeldung die Daten gefaked habt und jetzt ohne die Eltern die ganze Einnahme von YouTube bekommt, stoppt damit, denn das kann euch wirklich Probleme besorgen. Zweite Frage, sollst du die Einnahme beim Finanzamt melden? Eindeutige Antwort, ja. Mach es einfach. Und wie geht es denn? Also, wenn ihr mehrjährig seid, dann sollt ihr überhaupt einmal im Jahr eine Steuererklärung ausfüllen. Also, da könnt ihr dann die YouTube-Einnahme auch melden. Und das schadet auch nicht, denn meistens bezahlst du überhaupt keine Steuer darüber. Nur wenn ihr mit einem normalen Job schon Tausende von Euros verdient und das YouTube-Geld kommt noch dazu, dann müsst ihr vielleicht ein ganz kleines Betrag bezahlen. Aber kurz gefasst, meldet es einfach. Dann seid ihr immer an der sicheren Seite. Wenn ihr minderjährig seid, sollen deine Eltern die Einnahmen in ihre Steuererklärung melden. Und weil sie wahrscheinlich schon einiges verdienen, kannst du mit Steuer rechnen. Das soll für sie auch nicht als eine Überraschung kommen, also klärt das im Voraus mit ihnen. Ihr könnt zum Beispiel verabreden, dass eine kleine Prozentsatz eurer Einnahme dafür zurückgelegt wird. Nächste Frage, braucht ihr ein Gewerbe? Dazu kann ich 100% sagen, nein, 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 nein. Braucht ihr nicht. Und zwar absolut nicht. Und die Leute, die noch immer rumschreien, hey, bewegt mal eure Arsch und holt euch endlich mal ein Gewerbe, sollen auch sofort damit aufhören, denn das ist absoluter Blödsinn. Ein Gewerbe braucht man nur, wenn man von YouTube leben will, wenn man YouTube sozusagen beruflich machen will. Das trifft auf 99.99999% von euch einfach nicht zu. Ihr macht YouTube nur aus Spaß und um vielleicht ein bisschen extra Taschengeld zu verdienen. Ein Gewerbe bringt auch ganz viele Sachen, die man beobachten muss mit sich. Hier in Holland muss man zum Beispiel alle 3 Monate Umsatz anzeigen. Und ihr müsst dann auch alle Einnahmen und Ausgaben registrieren und verantworten können. Kurz gesagt, ihr braucht diese Blödsinn nicht. Und das Finanzamt auch nicht. Denn was würde zum Beispiel passieren, wenn jeder YouTuber, der mit YouTube auch Geld verdient, sich sofort als Gewerbe anmeldet? Dann müssen sie zu jedem einen Beamten schicken, der dann fragt, und was verdienst du eigentlich mit diesem YouTube? Ah ja, 15 Euro im Monat.
Süß. Gewerben sind für Unternehmer gemeint und ihr seid das nicht. Fragt es nochmals, wenn ihr 10.000 Euro im Jahr mit YouTube verdient. Dann könnt ihr euch auch bestimmt eine Steuerberatung leisten. Letztens, und das hat mich diese Woche extrem genervt, gibt es noch immer diese Drohungen wie: Wenn ihr die Sache nicht meldet, bekommt ihr Tausende von Euro Strafe. Nein, ist auch nicht so. Das Finanzamt weiß genau, wie viel ihr mit YouTube verdient, weil sie in den Buchen von Google schauen können. Ich finde, ihr sollt das trotzdem melden, weil es dann von deiner Seite aus ganz klar ist. Aber wenn etwas doch nicht richtig ist oder etwas geht schief, dann ist die Frage einfach: Hättet ihr über das Geld doch Steuer zahlen müssen? Wenn die Antwort ja ist, dann wird es einfach bei der nächsten Steuererklärung verrechnet. Dann bezahlt ihr also 10 oder 20 Euro mehr nächstes Mal. Big deal. Kurz gesagt, es ist besser, wenn ihr es vom Anfang richtig macht, aber diese Horrorszenarios über was passieren könnte, könnt ihr auch ruhig vergessen. Also, was sollt ihr machen, wenn ihr mit YouTube Geld verdient? Ganz einfach. Erstens, sorgt dafür, dass ihr genau wisst, wie viel im Jahr ihr verdient. Zweitens, meldet die Sache bei der Steuererklärung am Anfang des neuen Jahres an. Oder lasst es von euren Eltern anmelden, wenn ihr minderjährig seid. Und drittens, chillt! So kompliziert und bedrohend ist die Sache auch nicht. So, jetzt wo das alles klar ist, können wir uns endlich mal wieder auf coole Videos konzentrieren. Denn dafür bin ich hier auf YouTube und nicht um über Steuer oder das Finanzamt zu quatschen. Habt einfach Spaß an der Sache, Leute. Und keep filming!